warte mal. Alex, ich würde sagen, fahr du mal hier das kleine Stück hier zu Ende. Ich warte eben hier. Ja, mach. Kann ich mal noch mal kurz hier chatten. Maurice, du musst mir gleich wirklich mal erzählen, was da abgeht. Ich glaube, da ist was Heißes im Ding. Ja, mach dich jetzt heiß, ne? Das glaube ich dir. Da geht's gerade echt extrem ab, garantiert. Also das heißt, alles jetzt gleich an Sämaschinen und Gruppern verkaufen. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, da ein bisschen Geld drin, ja. In der Klassenkasse. Klassenkasse, ja, sicher. Lustig gesagt. Sollen wir uns denn als erstes noch einen neuen Drescher oder erst noch einen neuen Schlepper kaufen? Macht, glaube ich, mehr Sinn, erstmal einen neuen Drescher zu holen und dann einen neuen Drescher. Macht, finde ich, mal meiner Meinung nach sehr dann mehr tauschen Sinn. Tauschen wir aber dann, wollen wir dann zwei Drescher oder nur einen großen? Wie habt ihr das geplant? Ich würde erst einen großen natürlich kaufen, oder? Also einen großen und den anderen wieder weggeben. Ja, das heißt dann aber jetzt ein bisschen nicht, werde ich hier Nein, Alex, ganz entspannt nicht. Wenn wir was bequatschen, dann ist das auch ab und weg. Das geht nicht, du sitzt drin. Das ist leider etwas. Ey, Glück. Aber wir können eigentlich einen großen oder wenigstens ein großes Schneidwerk kaufen. Das würde erreichen. Das wäre so. Ja, dann so können wir uns auch fast sagen, dass wir uns einfach einen großen Drescher kaufen. Ich müsste. Weil da reicht ja auch einer echt mal aus, wenn man einen großen hat, ne? Ja. Wir müssten, ich habe für unser Multiplayer-Projekt habe ich uns einen Drescher hochgeladen. Wir müssten mal gucken, ob wir den nicht sogar nehmen. Denn ich habe auf jeden Fall für unser Multiplayer-Projekt habe ich uns einen neuen Drescher hochgeladen, das weiß ich. Wir haben uns den dort noch nicht gekauft, das ist sinnig. Also wenn wir wollen, können wir den auch für dieses Projekt nehmen. Dann suche ich halt für unser Multiplayer-Projekt. Alex, Kaffee wird kalt. Ich trinke gerade ISO. Ich trinke gerade ISO, es wird nicht kalt. Aber merke, ich bin einfach gut drauf wieder nach langer Zeit. Ich merke, Kinders, am Ende des Jahres soll nochmal ein Happy End. Ich bin begeistert. So, Großteil des Felsen ist schon mal fertig. Niedergekühlt. Oh, der Träger sieht aus wie ein Schwein, der Träger, aber passt schon. Oh, dann. Tach, Junge, ich hasse ja. Was der Weg, tut mir leid. Ganz voll. Bitte verteilen hier. Bitte verteilen. Hallo, fahren. Jetzt geht auch, ne? Ah ja. Ist okay, ja, ist okay. Ist better als jetzt. Jetzt gehe ich schon ins Englische rüber, bloß nicht. Nein. It's better to do that now. Ja. Wenn ist, vorher. Ich sag's dir. Das war mein Feld. Ach, das. Ich hab auch nichts anderes gesagt. Und, Ach, du fährst jetzt alle Fahrzeuge verkaufen, ne? Ich bin jetzt gerade dabei. Ich bin mit dem ersten Grubber und mit der ersten Sämaschine unterwegs. Von 8, ne? Von, ja, also viermal fahren, weil ich habe vorne aktuell Grubber dran und hinten eine Sämaschine. Super. Wow, Auto. Man kann die mehrfach einkaufen? Okay. Ja, vorne eine und hinten, ist doch klar. Das heißt, kann man da auch zu der machen? Geht das nicht? Nein, das geht nicht, weil ich habe den Grubber ja verkehrt herum dran. Und die Sämaschine richtig. Ich hätte vorne einen Grubber dran machen können, hinten eine Sämaschine jetzt dann immer. Nein, das geht ja nicht, weil also ich ja den Grubber verkehrt herum habe. Ah, okay. Ich habe ja aktuell den Grubber verkehrt herum angekoppelt. Ja. Fällt nicht auf. wir sind bald fertig im Feld. Wenn wir unsere neuen High-End-Geräte ausprobieren. Ja. Ich verkaufe gerade unser Oldschool-Teile. Man kann aus der Sämaschine das Sarg und nicht mehr rausnehmen, ne? Nein, nicht. Das war ja auch ein Schuss in den Ofen. Aber gut, ist jetzt mal so. Müssen wir auch mal in den Ofen. Also die Sämaschine, die ich jetzt gerade hatte, war nicht gefüllt. Das stand fest. Okay. Was sind die? Ja, doch, neun. Nee, die war leer. Also ich würde sagen, Alex, fahr mal eben das Stück da zu Ende. Dann warte ich hier, weil ich mal schreiben muss. Also Maurice, du musst mir wirklich gleich erzählen, was da für ein Beef-Los ist. Das ist entspannt. Also ich nehme gerade die neue Sämaschine mit zum Hof. Nur ach, dann brauchen wir noch einen Dünger, weil die Sämaschine hat keine Düngerfunktion. Ja, gut. Und was dir kostet das? 30.000 würdest du nochmal eben kaufen, oder? Ja, mache ich gleich.
Ich muss ja eh noch mal hinfahren. Du bist der Beste, du bist unser Mann, ich sag's dir. Also, Rüdig, dann machen wir das so bei 15.000 Likes, erzählst du live in der Folge, was hier geschrieben wird. Yo, ey, das wäre es. Und da kommen 15.000 Likes zustande, glaub mir. Ich sag's dir. Das ist so privat, das ist der, okay, ja gut. Also, das ist easy. Ja, das wird dann eine richtig wichtige Folge. Deckt der in der Kurve oder was? Deckt nicht. Boah. Ich muss ehrlich zugeben, bei mir läuft es gerade extrem flüssig. Für einen Freitagabend. Meine Jans sind hier versaut. Oh. Folge gleich, Alex. Sollen wir den GPS-Mod mit draufnehmen, Alex? Dann kannst du gerade fahren. Ach, wir haben ja mal beschlossen. Ich bin ja gerade gefahren, weil wenn ich lagge und dann lenke und dann. Ne. Laggen? Okay. Besser als im LS15, wo man dann nach vorne gepackt ist und dann die halb hier Turbo drin hatte. Wir haben ja mal gesagt am Anfang, bevor wir die ersten paar Folgen aufgenommen haben, da kann ich mich noch dran erinnern, dass wir den Drive Control Mod auf den Server mit draufnehmen. Oder für das Projekt zumindest. Da war was. Ja, jetzt habe ich mir den Mod auch öfters jetzt mal zu Genüge getan und der Mod ist aktuell noch ein bisschen fehlerhaft, deswegen würde ich damit noch gerne ein paar Versionen warten. Und hier ist mal unser neues Schätzchen, was ich hier dran habe. Geil. nimm mal gleich den Gruppe euch vom Fan mit runter. Ja, den wollte ich jetzt auch, der wäre auch in der zweiten Runde auch dabei gewesen. Okay. Und deswegen würde ich damit gerne noch ein bisschen warten, den Mod mitzunehmen. Ich gebe nicht Gas. Was hast du jetzt alle verkauft oder Sachen hier? Hallo Alex, ich kann nicht fliegen, ich bin jetzt gerade von der ersten Runde zurück. Beeilung! Wieder 5 Minuten. Bin jetzt gerade dabei, wieder unsere Sämaschine einzupacken. Hast ja Zeit. Ja, sicher. Haben wir noch 3 Folgen. Nicht ganz. Genau. Aber es ist erst kurz noch 10, passt doch. Ja, also ich denke mal, Maurice und ich werden noch so bis 12 Uhr aufnehmen. Mama, der kommt auch so eine halbe Stunde, aber das juckt mich nicht. Also, und wir können ja morgen auch noch ein paar Parts aufnehmen. Ist jetzt ja nicht so, dass wir heute Abend. Ja, müssen wir schon. Nicht unbedingt heute Abend alle 7 Folgen durchknüppeln. Also, wie ich mich kenne, schaffe ich es garantiert bis 2 Uhr wach zu bleiben, alles bis dahin zu kodieren und zu schneiden. Und dann auch hochzuladen. Okay, das Ding ist voll. Oh, Junge, Alter, das ist so scheiße zweideutig. Du, das Schlimme daran ist ja auch, es war ja extra zweideutig gesagt. Ich könnte auch sagen, mein Rohr ist mal wieder stehen. Das war sogar stumm. Alles! Das bloß nicht unsere Maurice, Eltern, das passt. Maurice, dann das passt irgendwie zu unserer letzten Aufnahme-Season im MP-Projekt, oder? Oh, nein, nicht das schon wieder. Nein, nicht das schon wieder. Hallo, bleib stehen, du Scheißkarre. Hallo, bleib stehen. Alex, jetzt kannst du mal gucken, so bewege ich mich die ganze Zeit in Richtung Händler. Immer dabei in dem Stückchen trinken. Yes. Mal wieder bei der Latte einfahren. Umso später der Abend, umso besser die Gäste. Ich warte hier unten. Ja. Wenn ich gleich den ganzen Rotz nochmal weg. Ja, gleich mal komplett Lager leer räumen und einfach gucken, was wir haben und was wir noch. So viel Feld ist nun auch nicht mehr bei mir. Es ist halt aktuell nur ein Problem, dass wir. Ja, nur. Groß ist eigentlich unser Kredit, den wir aufgenommen haben. 135.000. Ja. Naja, stimmt. Hat der eigentlich in Raten abbezahlt oder muss man auf einmal zurückhalten? Ich glaube, der wird nicht in Raten abgezahlt. Man zahlt halt nur jeden Tag seine Zinsen da drauf. Was so ist. Und die Zinsen, die gehen sogar ehrlich gesagt sogar noch. Jedenfalls bei uns auf dem Multiplayer, also auf unserem MP-Projekt. Ja, ganz ehrlich, ich habe noch nie in den Essen, zahlt man nie, auch nie 15, auch nie irgendwie. Doch, ich, also aktuell im Moment. Wir ständig, ja.
also im Multiplayer-Projekt wirklich extrem oft schon, dass wir uns den Kredit nehmen, den dann uns dafür dann Fahrzeug oder was auch immer wir gerade holen wollen, das dann holen und dann halt in ein paar Folgen, wenn wir wieder ein bisschen Geld zusammen haben, dann wieder den Kredit zurückzahlen. Also im LS ist die Kreditfunktion, finde ich, eine extrem gute Funktion geworden. Ja, ist nicht verkehrt. Also die lohnt sich extrem. Das sind Leute, die machen Multiplayer-Projekte, hauen sich dann 50 Millionen rein und dann, oh. Ja, das habe ich ab und zu. Gut, wir haben am Anfang, muss ich dazu sagen, auch nicht realistisch gespielt. Das kam erst so kurz zum Ende vom LS15 ab, wo unser Asia-Projekt gemacht war. Da haben wir dann wirklich erst mal angefangen, richtig mal mit Wirtschaft zu spielen. Ja, und seitdem machen wir das ja jetzt eigentlich durchgehend. Und seitdem wir unser Multiplayer-Projekt haben, da läuft das ja Spaß. Eigentlich. Gerade mit mehr Leuten ist das schon sehr geil, aber habe ich auch schon oft gesagt. Für alles schlimm. Machst du, Alex? Bin kann man bei Steam raus tappen, bei jemand bei mir. Bei mir stand gerade ihr, bei mir spielt Battlefield 1 Open Beta. Monsieur. Auch gut, ne? Warte mal, lerne dich mal aus kurz, dann kann ich den ganzen Rotz schon mal wegbringen. Wo wird ausgefahren? Dann bring ich das schon mal weg. Vielleicht durch noch zwei Bahnen, dann passt das. So, unsere neue Düngerstreuer habe ich auch hinten dran. Ging er weg oder was? Oder? Ne, wir dadurch, dass er den Rest kippen wir gleich ins Ziel erstmal. Dadurch, dass er die Federstedt keine automatische Düngfunktion hat, brauchen wir Düngerstreuer jetzt. Also bei Maurice muss irgendwas passiert sein. Alex, wenn ich weiß, Maurice wird es mir ja gleich erzählen, deswegen bin ich extrem gespannt. Ich bin extrem gespannt, was da los ist. Ja, ne, das ist jetzt. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das so geht. Also macht mich heiß. Obwohl es in meinem Zimmer extrem angenehm kalt ist, wenn ich das mal so bemerken darf. Okay. Alles. Nein. Sag ich jetzt nicht, ne? Besser so. Nein, sag ich jetzt nicht, sonst wäre ich schon alles verraten. Besser so. So, letztes Stück, da haben wir es endlich geschafft, das nach gefühlten dreiviertel Stunde Arbeit jetzt für das Feld hier, aber das war auch. Ja, das passt sogar extrem mit dem Folgen bei mir. Dreiviertel Stunde habe ich jetzt das Feld hier, das ist schon Meisterwerk. Niedergeknüppelt. Ja, den kleinen Pistrescher kommst du ja nicht weit. Obwohl das auch schon einer der etwas mittleren Drescher ist. Ja, das stimmt. Begebe mich mal nach Hause. Und dann könnt ihr sogar die neue Federstedt schon. Ach ne, kann ja nur Maurice ausprobieren. Ja, aber muss ich bitte noch, wenn es geht, entleeren. Ja, Maurice macht's. Ja, ich fahr schon mal Richtung Silo. Ja, fahr schon mal. Können wir direkt abtauchen. Einer kann jetzt gleich düngen, einer kann jetzt gleich säen von euch und ich bringe jetzt den restlichen Klabub zum Händler. Ach, ich kann dir helfen, du willst noch. Ja. Aber was ist denn? Wo sind eigentlich die ganzen Gruber hin? Verkauft? Wie viele Gruber hatten wir denn? Ja, vier. Nee, drei. Genug. Das sind zwei kleine. Ach, da war's ja. Nee, wir hatten drei große. Nein, einen großen, drei kleine. Mann. Ja. Ich habe bisher zwei weggebracht. Guck mal, da haben wir jetzt. Also was? Einer stand noch auf dem Feld, hat den schon. Den auf dem Feld habe ich mit. Halbsteuerung beim Rennen oder was? Bitte? Normal, wenn beim Rennen jetzt Halbsteuerung habe. Nein. Nee, hä? Wo hängt's denn jetzt, Kollege? Also Rennen ist ja Hochtaste und W und Zeitbeschleunigung ist ja eigentlich Spring R. Beweg mich gerade ziemlich schnell, Marc, irgendwie. Wie bewegen schnell? Ach, du läufst schneller? Oh ja. Achso, ja. Du läufst schneller. Das ist ein Mod, den wir auf dem Server haben. So. Ich schau mal, wir haben jetzt hier, nur ein Grubber und einmal Grubber Saatmaschine da, oder was? Mir fehlt theoretisch aktuell ein Grubber. Ich weiß nicht, wo der steht. Meinst du den hier oder was? Den hier? Grubber. Bei mir stehst du aktuell. Also hier ist einmal eine Saatmaschine mit Grubber und hier ist einmal nur ein Grubber.
Ja, der große Grubber. Mir fehlt aber noch ein kleiner Grubber. Ja. Jetzt gucke ich unter P, jetzt ist mir das gerade. Willst du diese Abschnitte verkaufen? Ja, ich. Ja, falsch, wir hatten nur zwei. Ja, ich doch gesagt, nur zwei und einen großen. Aber schon mal zu. So, wenn du willst, kannst du die beiden Sämaschinen wegbringen. Und ich schnapp mir jetzt einen der Fans und fahr damit dann halt den großen Grubber weg, weil den brauchen wir auch nicht mehr. Ja, genau, ich direkt sagen. Können wir jetzt hier. Wir können ja, wenn wir wollen, dann noch einen zweiten zweiten Ding kaufen, ne? Was? Eine zweite Sämaschine? Naja, ja, der geht nicht wegen. Because of zu wenig Power haben die anderen. Genau. Brauchst du noch einen zweiten Siebener. Halt Alex zurück. Zurück, du fährst verkehrt. Und du kannst auch die zweite Sämaschine vorne noch dran koppeln. Dann nimmst du alles in eins mit und du fährst dann halt einen etwas größeren Umweg, wenn du da langfährst. Oh, geil. Am besten du folgst mir gleich einfach. Ja, ich mütte mich nochmal kurz, ich bin gleich wieder da und mach dir.